möchte ich da kurz die ersten Boten vom japanischen Staudenknöterich sagen. Und dieses kleine Pflänzchen wird innerhalb von einer Saison, das heißt innerhalb von 4 Monaten ungefähr ab jetzt, zu so einem bis zu 3 Meter hohen Ungetüm. Ihr seht da noch die Vorjahresstände, die so, seht ihr, wie dick das die geworden sind. Und ja, wie gesagt, circa 3 Meter. Und weil sie das ja in 4 Monaten ungefähr schaffen müssen, geht es dann ziemlich schnell, dass die Pflanze größer wird. Und gerade in diesem Alter und in dieser Größe ist wirklich eine leckere Knapperei. Kann man mit Zuckerwasser und Zimt, so wie Rhabarber, ein bisschen so Rhabarberkompott herrichten. Kann man wie Spargel anbraten, kann man aber einfach schon waschen. Ist ganz wasserig und saftig, ein bisschen säuerlich. Aber wie beim Rhabarber, man sollte nicht zu davon essen. Was ich euch nun kurz sagen möchte, ist, er ist sehr ausbreitungsfreudig. Also wenn da nicht das Gebiet ein bisschen gepflegt werden würde, würde er innerhalb kürzester Zeit das alles zuwuchern. Ihr seht es, ich gehe einmal, mal schauen, wo ich die letzten Triebe finde. Ja, bis daher ungefähr. Also er würde von dort bis daher auf jeden Fall die Fläche einnehmen. Und also wenn da nicht der Mensch eingreifen würde, dann wäre da kein Spazierweg mehr für mich, dass ich euch das sagen konnte. Dann war da alles staudenknöterig. Vielleicht soll man ein bisschen mithelfen bei der Landschaftspflege. Und in dem Sinne, Mahlzeit.